Also, grüßt euch Freunde. Wir sind hier in wunderschönen Ilmenau beim dritten GDC. Eine Mainline, ne? Kann man sagen. Und dann gibt es ein Schlüsselstück ganz unten. Es ist halt wichtig, dass man das mal fährt alles, sonst kann man das nicht beurteilen. Aber an und für sich nichts Schweres dabei. Ne? Sagen wir jetzt und dann liegen wir im Krankenhaus. Naja, was kann man jetzt zu dem Dreck abschließend sagen? Quasi wie die letzten Jahre, wobei ich letztes Jahr leider nicht dabei war. Neues Streckenteil dabei, nichts Schweres. Es gibt nur ein Stück, wo man ein bisschen aufpassen muss. Das ist ziemlich weit unten. Aber da freue ich mich dann trotzdem schon aufs Training. Und dann ist mir jetzt aufgefallen, dass ich ja gar kein Statement gegeben habe. Der Seeding Run am Samstag lief nicht so gut, da bin ich gestürzt quasi. Und dann war ich halt fast letzter in der Quali. Sonntag wollte ich mir Vollgas geben. Habe ja gemacht quasi und habe gedacht, ja, das ist voll der coole Run. Und dann bin ich runtergekommen. In der Zeit für 2 Minuten 18. Da habe ich mir nur kurz gefreut und dann kamen die anderen 95 Fahrer quasi. Und dann hat jeder Zeitrunde rasiert für 2:11, 2:10 oder besser. Und dann war ich halt zum Schluss dann bloß noch 78. Obwohl ich gedacht habe, ja, der Run könnte was gewesen sein. Spitzer bin ich nicht dabei, weil ich ja keine Lust habe auf der Strecke. Das ist ja neu gemacht worden, vielleicht ist es jetzt besser. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal in Tabat. Until our bones break, until the dark shakes, our journey slows.